willkommen zu Musel Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo Peter. Hallo Hans. Du, V-Machines, ist das jetzt so gut wie Shipping? Fast. So gut wie. Also ein paar Wochen dauert es noch, aber ich kann hier schon mal eine kleine Version zeigen, eine Vorabversion. Fast fertig. Die Hardware steht, softwaretechnisch muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber ja, das muss ja immer, meistens ja. Ist ja auch Sachen, die schon chippen, da muss meistens auch noch was softwaremäßig was gemacht werden. Bei uns ist das natürlich nicht anders, wir reihen uns da den großen Softwarefirmen nahtlos, damit ein. Alles klar. Ja, dann schauen wir nochmal hier aufs Display. Das ist ja von der Bedienung her einfach. Es ist ja auch dafür gedacht, dass man das quasi mobil mitnehmen kann. Ich habe also jetzt hier meinen kompletten Audiorechner inklusive VST-Plugins in dieser kleinen Schachtel. Richtig, genau. Es ist ganz einfach eigentlich aufgeteilt. Die Struktur einer V-Machine ist, dass wir mit Bänken, Presets und Channels arbeiten, wobei eine Bank zum Beispiel eine Sammlung von mehreren oder theoretisch unendlich vielen Presets sein kann. Da hat man zum Beispiel seine Organs drin, seine Pianos drin. Ich habe jetzt hier eine Bank mit Mini-Mock benannt, da habe ich mich leider vertippt. Weil ich wusste, dass du kommst, da muss ich mich natürlich ein bisschen beeilen. Ja, alles klar. Genau, und in dieser Bank habe ich jetzt so einen kleinen Mini-Moog-Synthesizer reingeladen. Und wenn ich jetzt ein anderes Preset auswählen will? Ein anderes Preset auswählen. Hier einfach über die Pfeiltasten? Ja, genau, einfach über die Pfeiltasten. Wir gehen zum Beispiel jetzt mal auf eine andere Bank. Mhm. Und dann sagt er mir bei Bank Loading Preset 1 und das müsste jetzt ein ARP sein. Und wie ist das denn, wenn du hier Presets von verschiedenen VST-Instrumenten drin hast? Ja. Dann muss er erstmal das ganze Ding nachladen. Ist das jetzt instrumentenbasiert, die Verwaltung, oder soundbasiert? Sie ist instrumentenbasiert. Das heißt, das Laden, wenn ich eine Bank oder ein Preset ändere, lädt er mir diese DLL aktiv rein, damit sie berechnet wird. Mhm. Da gibt es dann Trick 17, bevor man zum Beispiel eine Performance irgendwie auf der Bühne, wo auch immer, irgendwie spielen will, klickt man einfach mal alle durch, sie werden alle reingeladen und dann ist er fast latenzfrei umschaltbar. Die ganze Kann ich das dann noch über MIDI oder so umschalten, Program Change? Ja, absolut, geht alles. Alles, was irgendwie von den Plugins oder wie auch immer per MIDI Program Change irgendwie kontrolliert oder verändert werden kann, geht natürlich auch. Was brauche ich live für Anschlüsse außer Strom? Am besten noch ein MIDI-Input, um seine Controller, oder USB, um seine Controller anschließen zu können. Das Schöne ist, man kann bei der V-Machine auch mit einem USB-Hub arbeiten. Mhm. Das heißt, eine V-Machine kann bis zu 12 MIDI-Controller, die per USB angeschlossen sind, verwalten. Und dann dementsprechend unterschiedliche MIDI-Channels einstellbar etc. pp. Was ist hier das Kleine? Das ist doch bestimmt Display irgendwie, oder? Nee, Display ist hier oben. Aha. Wir haben hier einen kleinen Sensor eingebaut, der automatisch die Kontraststärke regeln will. Lässt sich allerdings natürlich noch im Menü selber einstellen, wer lustig ist. Das hier hinten, der Nöppes hier, das ist ein unabhängiger Kopfhörerverstärker, um da auch nochmal nachregeln zu können, wenn man schnell mal Monitoring. Alles klar, das ist ja dann wirklich total autark. Also ich könnte jetzt... Richtig. Batterie? Nee, hat er nicht. Okay, also nichts. Aber die Bahn hat ja mittlerweile fast an jedem Sitz im ICE Strom. Ja, Mensch, also hey. Klar. Und wie kommt also Steckernetzteil, sehe ich. Ne? Steckernetzteil, aber das ist ein, wir nennen das Hardlock oder das wird Hardlock genannt. Das heißt, es braucht richtig viel Kraft zum Rausziehen. Das kann also nicht einfach so rausplöppen. Also es ist nicht irgendwie so ein ganz billiges Ding, sondern da haben wir uns auch was überlegt. Und hinten hast du einen USB-Stick reingesteckt und da kommt neue Software rein. Durch das Loch da hinten? In dem Falle, man kann es tatsächlich bei der V-Machine, die ist relativ flexibel, man kann seine Plugins auch auf dem USB-Stick lassen. In dem Fall ist das auch auf dem USB-Stick, die Plugins, diesen ARP, den ich hier spiele. Mhm. Steck den einfach rein, schalte an und es wird automatisch reingesaugt, sozusagen, reingeladen. Also ist es gesogen oder gesaugt? Ich sage gesaugt. Ja, richtig. Danke, Herr Duden. Wow, super. Und so, wann kann ich das Ding kaufen? Drei, vier Wochen ungefähr kannst du. Tatsächlich? Ja. Und Music Talk Studio ist auf der... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sollen wir mal ausprobieren. Wir haben übrigens auch hier, im Gegensatz zu deiner Berichterstattung, die du grandioserweise auf der Musikmesse schon gemacht hast, wo wir die V-Box vorgestellt haben, die V-Machine hat einen Audio-Eingang jetzt auch noch. Das heißt, du kannst das ganze Ding auch als Hardware-Effektgerät benutzen. Ich kann auch VST-Effekt-Plugins, also jetzt nicht nur VST-Is. Richtig, genau. Das konnte man aber vorher weil wir da mit einer, wir arbeiten pro Preset mit vier Channels. Mhm. Jedes dieser einzelnen Kanäle hat drei Plugin-Slots, das heißt, logischerweise im Plugin A, Slot A, lade ich mir einen Synthesizer rein, im B zum Beispiel irgendwie einen VST-Effekt, irgendeinen Röhrenverzerrer oder was auch immer. Hab noch zwei FX-Sends,
also für zwei FX-Slots, okay, cool, cool. Auch jeweils mit drei Plugin-Slots und noch ein Master-Slot mit drei Plugin-Slots. Aber das heißt, ein Preset, also du kannst pro Taste, könnte ich jetzt 21, ich könnte in einem Preset 21 Plugins laden und die gleichzeitig spielen. Fett. Ja. Ich habe aber gar keine PC-DLL. Was mache ich denn da? Dann musst du dir besorgen PC-DLL, weißt du? Aber ich kann jetzt nicht ein AU-Plugin da einladen. Das ist wirklich PC-DLL. Richtig, das sind PC-DLL-Dateien. Aber es ist wie bei der Linux-Plugins auch. Kann das auch. Aber weil AU und VST-Mac-Plugins einfach anders programmiert, anders geschrieben sind, versteht das diese Maschine nicht. Aber ich habe es so auf der Musikmesse mit der V-Box gesehen, dass man auch die Editierung über einen Mac machen kann. Richtig, genau. Dazu gibt es die Host-Software. Wenn ihr mir mehr Zeit gelassen hättet mit dem Drehbeginn, hätte ich jetzt auch gestartet und euch die gezeigt. Na gut. Ich habe sie ja auch laufen, genau. Also es gibt für Mac und für den PC gibt's diese Host-Software. Die gibt es als Freeware auch in ein paar Wochen bei uns von der Homepage runterzuladen. Und dort kann ich eben auf dem Mac die Software starten und PC-Plugins reinladen, damit spielen, die über Soundflower beispielsweise in Logic oder Ableton Live, wie auch immer, reinrouten. Kann hier schon mal irgendwie gucken, ob meine... Da kann ich doch PC-Plugins auf meinem Mac laufen lassen. Richtig, du kannst PC-Plugins auf deinem Mac laufen lassen. Ja, schon mal was Schönes. Und das als Freeware, wohlgemerkt. Das ist cool. Ne? Also es ist quasi ein VST-Hoster für Mac als Freeware, der aber PC-Plugins laden kann. Das und ist der Preis war? Der Preis wird roundabout, also UVP haben wir 5,49 und wird sich so Straßenpreis, denke ich mal, 4,99 ungefähr ein. Bei meinem Dealer um die Ecke sozusagen. Bei deinem Dealer deines Vertrauens. Ja, alles klar. Wer ist das? Das verrate ich hier nicht. Oh. Das kriegt der Ärger. Ja, ja. Und du kriegst keine Provision. Ja, genau. Ich danke dir, Peter. Danke auch. Tschüss.